Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, wir haben uns in eine ganz schöne Zwickmühle begeben. Ach du Scheiße, was kommen denn hier für Monsterwellen? Ich hatte einen netten Kommentar, ich habe ihn wahrscheinlich gerade eingeblendet. Und zwar kriegen wir unser Zeug prinzipiell von den Boten schon wieder. Allerdings nicht, wenn die Schamanen kommen. Nein, wir waren einfach zu weit draußen. Im Wasser, deswegen ist es auf dem Meeresgrund gelandet. Und dann kriegen wir es halt nicht wieder, weil wir können nicht tauchen und da kommen wir einfach nicht ran. Das heißt, ich hätte das Boot einfach ein kleines Stückchen näher parken müssen. Dann hätten wir es auch wiederbekommen. Und genauso auch mit dem Boot hier oder mit dem Floß hier. Genau derselbe Scheiß. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen jetzt unbedingt noch Leder sammeln. Sonst kommen wir nämlich nicht darüber. Wir können noch mal kurz einen Moment auf die Karte gucken. Hier ist zwar Sumpf, aber hier ist ja auf jeden Fall Wasser. Also nein. Wir brauchen ein neues Floß. Und für das Floß brauchen wir 6 Leder. Also noch ganze 5 Schweinchen finden. Hey. Ja, läuft zurzeit irgendwie nicht so gut bei mir. Aber so ist das halt. Ach, come on. Und das mag ich einfach am Gebirge. Da hat man so komplett seine Ruhe. Aua. Ist doch gut. Ja, und hier wird man einfach im dunklen Wald die ganze Zeit überrannt. Komm, geht weg. Ich hab bloß eine Axt. Wollte den Baum jetzt nicht fällen. So, bam. Wie sieht's denn essenstechnisch aus? Geil, bloß noch eine Wurst. Es wird hier immer cooler. Wahrscheinlich kommen wir dann auf der Insel des Todes an und haben nicht mal mehr volle Leben. Weil halt einfach unsere Lebensmittel leer sind. Naja. Wir brauchen unbedingt Wildschweine. Aber ich glaube, im dunklen Wald sind die nicht ganz so häufig. Problem ist, wir kommen halt... Ach geil, natürlich noch ein Troll. Hat er uns schon gesehen? Glaube nicht. Ja, anders kriegen wir ja kein Leder. Das Problem ist, wir kommen ansonsten halt auf gar keinen Fall hier von dieser Insel wieder runter. Irgendwie müssen wir ja übers Wasser... Wir könnten noch Glück... Nee, auch nicht. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht finden wir einen Dungeon. Dungeon. Und können dort ein paar Sortlingkerne finden. Für ein Portal, aber wir haben ja auch kein... Obwohl, doch, wir könnten ein nicht benutztes Portal haben. Weil wir haben das eine ja abgebaut. Das Schlangportal müsste eigentlich nicht connected sein. Also das wäre noch eine Überlegung. Vielleicht finden wir einen Dungeon und 2 Sortlingkerne. Edelholz haben wir natürlich auch nicht. Aber das würden wir noch finden. Ach du, was ist denn hier los? Ja, wir müssen mal gucken. Aber ich sag mal, hey, so schlimm ist es gar nicht. Dann lernen wir die Insel hier noch ein bisschen näher kennen. Finden vielleicht auch noch den Händler, wenn wir Glück haben. Obwohl ich glaube nicht, wir sind hier überall lang geschwommen. Da hätte es ihn uns schon angezeigt. Ach, was ist denn nur los mit euch? Wirklich, was habt ihr für ein Problem mit mir? Wie viele halt auch gleich. Bam, bam. Au, 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 au. Geht mal alle weg. Au, au, au. Ah, die Ausdauer mal wieder. Kommt schon, sterbt. Jawohl. Und bam. Auf jeden Fall eine Menge Disteln hier. Das ist prinzipiell nicht so verkehrt. Die brauchen wir eh. Und alles andere haben wir jetzt mittlerweile auch genug. Holz, Stein, Harz. Es wären ein paar Wildschweine noch mega schön. Pilze gibt's auch. Naja, dann machen wir halt mal wieder eine etwas entspanntere Folge. Unser Zeug rennt uns ja da oben nicht davon. Und wir gucken mal, wo wir rauskommen. Ich habe halt bloß ein bisschen Angst mit den Würsten. Weil ich hätte schon ganz gerne alle 3 Lebensmittel intus, wenn wir dort wieder auf die Insel rennen. Das wird aber wahrscheinlich nicht so lange halten, weil ich glaube nicht, dass wir mit der einen Wurst jetzt schaffen, so viel Leder zu finden und noch mit dem Schiff da hoch zu machen. Ah, so ein bisschen grüner Wald wäre halt schön. Grasland, grüner Wald auch gut. Grasland. Da oben kommt was.
Also wildschweintechnisch sieht es hier irgendwie sehr, sehr mager aus. Och nö. Ihr habt mich jetzt mal noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist zu weit. Hier drüben vielleicht. Von hier aus könnte es klappen. Ich sag mal so, wir nähern uns ja dann auch prinzipiell schon. Wenn die Insel vielleicht bis hierher geht, dann können wir dann das kleine Stück bloß noch mit dem Floß fahren. Treffen bestimmt wieder auf eine Seeschlange. Nee, ich hoffe nicht, aber vielleicht haben wir ja Glück, dass wir dadurch wirklich, weiß nicht, wie weit die Insel hier noch geht. Aber wenn die vielleicht bis hierhin geht, haben wir Glück. Müssen wir nicht mehr ganz so weit da mit dem Floß rumfahren. So, ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich auch da drüben geschafft, aber ich bin mittlerweile seit unserem ersten Tod durch Ertrinken sehr, sehr vorsichtig geworden. Was längere Wege und Schwimmen betrifft. So, wo war Grasland? Hier oben war Grasland. Wir müssen wieder ein Stück weiter nach links. Ich glaube, sonst schaffen wir es gar nicht im dunklen Wald, genügend Leder zusammenzukriegen. Zumindest nicht nur unter 30 Folgen oder so. Keine Ahnung, aber hier war ja nicht ein einziges Wildschwein. So, komm, das sieht doch hier schon wieder nach Grasland aus. Ich glaube, ab hier drüben kommen die schönen Bäume wieder. Das war, glaube ich, eine Nixe. Hm? Ach, gar keine Ausdauer. Verdammt. Ach, hört doch auf. Um die Nixen und die Grauzwerge sich nicht bekriegen. Wahrscheinlich irgendwann vor vielen Jahren mal einen Pakt geschlossen. So, da drüben das erste Wildschwein. Und noch eins. Und, oh, drei Wildschweine. Vier Wildschweine. Fünf Wildschweine. Wie viel Glück kann man denn haben? Seht ihr das? Direkt fünf Wildschweine. Als hätte das Spiel mich erhört. Hatten wir überhaupt schon mal fünf Wildschweine auf einem Fleck? In dem ganzen Spiel, in den ganzen knapp 150 Folgen? Ich glaube nicht. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Wenn die jetzt... Lassen die auch hier dann Leder fallen? Ja, ne? Eins. Zwei. Drei. Da ist vier. Wo ist die fünf? War noch auf jeden Fall... Da ist die fünf. Ah ne, hier waren auch noch zwei. Ach, wie geil. So viel Schwein muss man erstmal haben. Zack, da haben wir schon sechs Stück zusammen. Ich hole trotzdem mal noch das eine Schwein hier drüben. Ach, wie cool, ey. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich denke, das Spiel hat gemerkt, dass es mir in letzter Zeit echt sehr, sehr viel Frust und Leid angetan hat. Und dachte sich, komm, den gönnen wir auch mal wieder einen Glücksmoment. Sonst hört er noch auf mit dem Let's Play. Nee, das auf jeden Fall nicht, aber trotzdem, das war doch mal richtig viel Glück nach dem ganzen Pech in der letzten Folge. Oder in den letzten Folgen, besser gesagt. So, ich glaube, die Insel geht aber nicht sehr viel weiter runter, also machen wir wieder hier rüber. Ah, ich weiß nicht, die Sache ist, na doch, den Weg sind wir hier anscheinend. Na, kann auch sein, dass wir den nur abgelaufen sind. Also bis in den Sumpf würde ich jetzt nicht unbedingt hier rein wollen. Dann doch schon eher mit dem Boot starten. Es ist nur die Frage, wenn wir jetzt hier lang schwimmeln, ob da nicht doch noch irgendwo eine Seeschlange kommt. Die letzte war hier drüben, der andere war hier. Wollen wir mal hoffen, dass die kein Bermuda-Dreieck bilden mit Seeschlangen und wir Glück haben. So. Ach, bitte mich jetzt nicht entdecken. Was fehlt denn noch? Eine Werkbank fehlt. Natürlich fehlt eine Werkbank. Na. Komm schon. Stell die da irgendwo hin. Danke. Oh, der hat uns noch nicht gesehen. Wir haben bis jetzt noch Glück. Zack. Jetzt hat er uns gesehen. Na, geh hier hoch. Und vorwärts. Ich sehe es schon. Der kommt jetzt hinterher, ist schneller als wir. Macht uns das Floß kaputt und wir fangen wieder von vorne an. Ach, das gibt's nicht. Bitte geh weg. Nein, hier sind Steine. Nein. Alter, kommt. Alter, kommt verdammt nah. Nein, ich glaube, er lässt los. Ah. Oh. Nein, er lässt nicht los. Komm schon. Schwimm. Paddel. Was auch immer. Ja, jetzt hat er ein bisschen die Augen zusammengekniffen. Ist wütend. Ich glaube, er bleibt stehen.
Ach, perfekt. Das wäre es jetzt wirklich gewesen. Es wäre direkt so wieder... Weiß nicht. Wir haben ihm jetzt 5 oder 6 Wildschweine gegönnt. Wollte ihm nur kurz etwas Glück geben. Oder etwas glücklich sein, so für eine Minute. Und zack. Wieder der nächste Scheiß. Nee, zum Glück hat es geklappt. So, wir müssen hier gerade runter. Ich weiß nicht, würde sagen... Was schwimmt denn da? Ist das ein Fisch? Also ja, klar, ist ein Fisch, aber... Sah gerade mit dem Schatten irgendwie komisch aus. Oh. Sag mal, was sind denn hier für Steine unterwegs? Was ist denn da drüben? So, das ist einfach nur ein Sumpfbewohner. Sah gerade so ein bisschen aus wie Odin, weil er so diese blaue Aura um sich drum herum hatte, aber... Ich glaube, das ist einfach nur irgendwie... Was anderes. So, wir... aua, Titanic. Nein. Komm schon. Oder zurück. Ja, ich habe tierisch Angst vor einer Seeschlange gerade. So, jetzt. Schlundi? Och, nee, nicht Schlundi. Treff ihn aber auch nicht. Ist er direkt unterm Boot. So, du schwenkst jetzt ja hier schön nach rechts ein. Danke. Und jetzt geradeaus. So, wir müssen unbedingt Attacke machen. Und man trifft es einfach nicht. Es ist ein Krampf mit den Schlundis. Wieso denn nicht? Er ist doch genau hier. Jetzt. 1, 2, 3 und 4. Ach du Scheiße. Boot hat gerade richtig dolle gelitten. Wie viel? Wir haben noch genug Holz. Ich würde sagen, wir halten hier vorne nochmal an. Wo ich gerade echt Angst habe vor den Sumpfbewohnern. Nee, wir müssen hier nochmal anhalten. Wir müssen nochmal schnell eine Werkbank hinzimmern. Und da kommt hier schon wieder der nächste... Oh, hier ist überall... Was ist denn hier los? Haben wir noch Gift wieder? Wir haben noch einen Giftwiderstand. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich sag's euch, wir sterben hier gleich wieder. Dann gebe ich's wirklich langsam auf. So, wo sind denn die Schlundis? Könnt ihr erstmal weg von meinem Boot kommen? Das wäre super. 3 Stück, ne? Zack. Zack. Ach, das gibt's doch nicht. Weg vom Pfeil. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt nochmal in den Sumpf. Hatte ich das erwähnt? Geil, wir brauchen unbedingt Essen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wir müssen unbedingt die Skelette wegmachen. Jetzt haben wir ein Problem. So, bam, geil. Jetzt muss nur noch die Ausdauer mitspielen. Verdammt. Wir haben noch Knochenwanst für den Fall der Fälle. Und wir haben auch noch einen Giftwiderstand. Nein, die Ausdauer hat versagt. Da kommt schon wieder der nächste. Ich weiß nicht, wie viele Schlundis es hier gibt. Ihr schaut doch mal. Kannst du doch keinem erzählen. Es war doch in den anderen Sümpfen nicht so schlimm. Hier ist noch einer, aber irgendwie zeigt sie mir nicht richtig an. Jetzt habe ich Schaden gemacht. Jetzt wieder nicht. Es sind noch 3 Stück oder so insgesamt hier. Wahrscheinlich noch mehr. Ach, ihr seid ein paar Mistviecher. Ich will halt auch nicht so viele Pfeile verschießen. Wie viele haben wir denn? Na gut, 80 Pfeile haben wir noch. Schaut mal, es hört nicht auf. Es hört wirklich einfach nicht auf. Guckt mal um uns drum rum. Das ist echt nicht normal. Sollten einfach nicht mehr... So nah am Sumpf vorbei. Das war dumm. Ich wollte das ja auch schon auf der anderen Seite drüben nicht machen, aber hier habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ah, dann hast du auch wieder Angst, wenn du zu weit rausgehst, dass so eine Seeschlange kommt. Also irgendwie, man kann sich als Kapitän eines Schiffes, eines Floßes, eines Bootes nicht sicher sein hier im Spiel. Man muss wirklich die ganze Zeit mit Paranoia rumreisen. Anders geht's leider nicht. Wir machen die jetzt erstmal alle tot. Notfalls haben wir Federn. Ne, wir haben keine Federn. Wollte gerade sagen,
Ah, ich will jetzt aber auch... Ne, jetzt auf Nahkampf gehen wir... Ach, Mann. Ich wollte gerade sagen, jetzt auf Nahkampf gehen wäre richtig dumm, weil dann brauchen wir am Ende den Giftwiderstandsmet. Der hält ja, glaube ich, nur 5 Minuten, 10 Minuten. Wenn der dann alle ist, bevor wir auf der Insel... Was? Krautzwirbel? Nein, möchte ich nicht. Ja, wenn der dann leer ist, bevor wir auf der Insel des Todes sind, haben wir nämlich echt ein ganz großes Problem. So, hier ist noch einer. Komm, zack. Sieht's erstmal gut aus. Schnell Werkbank hier hin. Das auf Reparieren stellen. Dass der... Ah, das Ding repariert. Entschuldigt, dass ich mich hier immer verdrücke. Und deswegen das mit der Trophäe dasteht. Keine Absicht. Bam, den haben wir mit einmal weggeschlonzt. So, ich hätte ganz gerne die Blutsäcke. Ich habe Angst, dass hier gleich der... Ach, nimmt er gar nicht. Ah, wir sind schon voll. Okay. Ist hier noch ein Schlundi? Ich sehe erstmal keinen. Komm, Attacke. Volle Kraft voraus. Wieder voll Gegenwind. Warum auch nicht? Na gut, wir machen gleich ein Stückchen weiter. Nee, wir fahren genau in die Richtung. Aber 1:1, 100% Gegenwind. Und wir kommen hier nicht weg. Gibt's das denn? Jetzt habe ich hier einmal aufgeräumt. So, und jetzt voll nach links. Komm schon, komm schon, komm schon. Und los, nach vorn. Ja, jetzt sollten wir es schaffen. Ja, aber wieder voll Gegenwind, ne? Also das Spiel hat echt keinen Bock, uns geilen Wind zu geben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bloß mit dem Langschiff hat es mal kurz geklappt. Ach, komm schon. Echt jetzt? Und da kommen schon wieder Schlundis. Ich höre sie doch. Ja, jetzt haben wir's. So, ein bisschen mehr Abstand zu der ganzen Geschichte hier. Dann bleiben wir auch nicht mehr an irgendwelchen Steinen hängen. Und dann sollten wir es doch hoffentlich nächste Folge schaffen, unser Zeug wieder zu haben. Und dann nehme ich erstmal 50 Folgen lang Abstand hier oben von dem Gebiet. Nein, weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall lange. Keine Lust mehr. Auf die ganzen Sumpfleute hier oben. So, wie sieht's aus? Wir sind eigentlich auf falschem Kurs. Wir müssen noch viel weiter links. Da drüben kommt auch schon wieder Sumpf. Ist das der Sumpf hier auf der Karte? Sieht irgendwie viel näher aus. So, nee, wir müssen... Wir sind wirklich verkehrt. Wir müssen ja hier rüber. Ja, ich bin gleich darüber geschwommen. Hätten wir das ganze Problem hier nicht gehabt. Naja. Oder hier rüber gefahren mit dem Boot. Geschwommen sind wir ja nicht wirklich. Dafür haben wir jetzt aber glücklicherweise etwas Seitenwind bekommen. So, es wird auch Tag. Ich hoffe, das hilft uns ein bisschen. Unsere Werkbank da hinten wird schon penetriert. Jetzt sehen wir es nicht mehr, aber gerade eben war schon der erste Trogger dran. So, kleines Stück wieder links. Dass wir hier wirklich perfekt im Winkel hier drauf kommen. Wie sieht's aus? Ja. Haut ungefähr hin. Fahren wir nicht ganz so nah hier an dem seichten Gewässer lang. So, die Wurst müsste noch ein bisschen halten. Von dem Rest haben wir noch. Notfalls muss halt noch ein Fisch rein. Bringt zumindest auch eine Menge Gesundheit. Habe ich nicht dran gedacht. Wäre aber nochmal ganz gute Backup. Oder ja, eine ganz gute... Ein ganz guter Plan B. Sagen wir es mal so. Ach, wirklich. Ich freue mich so dolle, wenn wir das geschafft haben. Dann bauen wir da oben ein Portal hin und zack, direkt runter. Es ist halt nur die Frage, wenn wir das Portal jetzt hier drauf bauen, wie schnell wird das wieder weggehauen? Ja, unser Inventar ist jetzt schon komplett voll. Ich würde sagen, wir werfen erstmal hier alles aus dem Inventar raus, was wir nicht brauchen. Nehmen erstmal nur den ganzen guten Stuff. Also Eisenrüstung, Wolfsrüstung, alles, was wir da halt verloren haben. Und bringen das in die Basis. Hä? Jetzt war der World Safe noch am Start. Ja, da war anscheinend irgendwas. Ist aber auch schwer zu sehen bei dem Wetter. Ja, also wir nehmen erstmal das ganze gute Zeug, was wir da oben verloren haben, bringen das in die Basis zurück. Und falls wir uns dann nicht wieder zurück teleportieren können,
Wenn irgendein Sumpfbewohner unser Portal zerstört hat, dann ist es halt so. Wir müssen uns da halt ein bisschen beeilen. Naja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Nächste Folge kommen wir auf jeden Fall da vorne an. Ich hoffe, wenn keine Seeschlange dazwischen kommt. Das Wetter ist halt auch schon wieder... Also es ist irgendwie zurzeit alles gegen uns im Spiel. Aber naja, wir werden es schon hinkriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.